Wir hier in Hademarschen haben vor 17 Jahren, 2003, durch einen fürchterlichen Brand unsere alte, ehrwürdige Kirche verloren. Sie ist einfach abgebrannt und dann wollten wir sie wieder aufbauen. Und das haben wir gemacht, aber leider ist durch Baufusch auch der Versuch gescheitert. Und so haben wir keine Kirche hier. Kirche findet statt auch in der Krise, das haben wir dadurch gelernt. Wir brauchen keine Kirchgebäude oder zumindest haben wir keins mehr. Wir brauchen Gemeinde und die haben wir jetzt auch nicht. Und trotzdem findet Kirche statt. Wir sind zusammen, wir stehen zueinander. Wir müssen Kirche in der Nachfolge Christi sein, ohne Kirche, ohne sichtbare und versammelnde Gemeinde. Wir müssen das irgendwie schaffen, ohne all das, was wir kennen. Wir müssen das schaffen, weil sonst wird das alles nicht sichtbar. Das ist so wie mit dem kleinen Licht in der Adventszeit, was ja hell macht, vor allem die Dunkelheit. In der Krise beweist sich, wie das ist mit der Nachfolge und dem Glauben und Jesus Christus. Ich glaube, da müssen wir viel mehr drauf achten und dürfen jetzt nicht nachlassen.